Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Scum. Natürlich wie immer bei mir auf dem Server 7 Tage Gaming, ein reiner PvE-Server mit Willkommenspaket für jeden neuen Spieler auf dem Server. Und da oben hängen Schuhe und unseren allzeit beliebten Botshop. So, eigentlich wollte ich ja zum Händler fahren, aber ich würde sagen, wir starten hier gleich die zweite Folge unserer neuen Scum-Reihe. Und wir machen hier weiter mit den Puppets. Den machen wir gleich mal weg hier. Ich muss mal schauen, wie sieht es denn aus mit Pfeilen? Haben wir noch genug? Ich habe immer noch keinen Schraubendreher gefunden. So. Ich hoffe, das wird jetzt bald noch. Und bei uns ist es ja so, durch die reine Spielzeit bekommt man vom Bot pro Spielminute einen Coin gutgeschrieben. Und wenn man eine Viertelstunde durchspielt, bekommt man nochmal einen Bonus an Coins. Wenn man eine halbe Stunde durchspielt, nochmal ein Bonus und so weiter. Je länger man spielt, umso mehr Bonus bekommt man. Und dann kriegt man relativ schnell viele Coins zusammen. Und dann kann man sich auch die ganzen Fahrzeuge kaufen. So. Ich muss noch ein bisschen spielen, damit ich mir ein Auto kaufen kann. Ah, jetzt schwitzt er. Es ist bestimmt der Helm. Jetzt nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kanister kann man jetzt leider keiner mitnehmen. Aber die Bolzen nehmen wir mit. So, bis jetzt ist eigentlich noch relativ chillig. Da ist einer. Da kommen wir zu mir. So, wir haben noch keinen Alarm ausgelöst. Wir werden das auf alle Fälle noch testen, wenn wir auf einer sicheren Position sind. Und wenn wir natürlich dementsprechende Waffe haben. So, jetzt schauen wir mal hier in der Garage. Vielleicht haben wir ja hier Glück. Stoßstange, die Bolzen nehmen wir mit. Der erste Schraubendreher, jawohl. Jetzt kann es ja nur noch besser gehen. So, da vorne ist noch eine Werkstatt. Da schauen wir auch noch rein. Hier liegt wieder keiner drin, ne? Anscheinend hat sich das geändert. Ah, das kann man natürlich alles brauchen, ne? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Äpfel weg. Werkzeugkoffer. Den können wir wirklich brauchen. Sieht's aus. Wir können viel essen. Das brauchen wir nicht. Den Kaffee können wir trinken. So, das Messer brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben doch im Stiefel eins, oder? Ja. Essen wir den Snicker noch. So, da ist noch ein Verband drin. Der braucht weniger Platz wie die Verpackung. Dietrich. Aber jetzt geht schon los, das Geschiebe. Das könnte man noch essen. Die Unterhose, die brauchen wir für Lumpen. Wasser. Ja. Wir hätten Platz. Und Bolzen nehmen wir mit. Okay. Komm, gib mir einen Schraubendreher. Dann gehen wir gleich mal in die Polizeistation. Nägel, ja. Okay.
Der bringt natürlich ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld bringt er schon, ne? Ja, je nach Zustand. Der hat 55. Nehmen wir mal mit, aber der bringt nicht so viel. Mütze brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Der Hut ist nicht schlecht, ne? Okay. Also, wir haben einen Schraubendreher und dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück in der Polizeistation. Und ich würde fast sagen, wir schleichen ein bisschen. Angeblich. Ich hör irgendwas gehen. Was ist da drin? Ah, ich kann nicht. Okay. Jetzt kommt es drauf an, was passiert. Sie kommen rein. Oh ja. Noch einer. Nee. Da ist noch einer. Okay. Immer mit der Ruhe. Also hier gibt es ganz, ganz schnell Alarm. So, aber den glaube ich haben wir jetzt überstanden. Es waren jetzt nicht so viele. Aber die kommen natürlich wahnsinnig schnell. Wie sieht es denn aus? Haben sie mich irgendwie angesteckt? Gesundheit. Nee, es passt. Es liegt denn hier ein schönes Polizeihemd. Zieh mir das an. Es gefällt mir besser. So. Kann man den reparieren? Ja. So, die Jacke reparieren. Es geht schon los mit dem Reparieren. So, das auch reparieren. Rucksack. Dafür habe ich eben dieses improvisierte Nähset. Hose passt, Stiefel. Das können wir noch reparieren. Gut. Naja, ob das jetzt so eine Horde war, aber sie haben gleich Alarm gemacht. Nummer 1. Zwei. Geht noch einer? Nee. Magazin. HS SF19 Magazin. Das ist schon mal gut. Das ist meine Lieblingspistole. Aber wir haben keinen Schraubendreher mehr. Okay. Dann könnte man da oben noch reinschauen.
wir erst einmal, ob hier nicht was Böses rumläuft. Nee. Der Alarmgeber ist still. Schloss nehmen wir mit. Wir müssen Schlösser craften. Oh, der Kompass, der kommt ins Hemd. Nee, du kommst da nicht rein. Da kommt der Kompass rein und die Gasmaske. Die nehmen wir mit, die bringt Kohle. Das Feuerzeug ist besser, wie das hier. So. Und dann werden wir uns mal aufmachen. Auf dem Weg zum Händler. Wir sind voll. Weiteres Looten bringt ja gar nichts. Dann fahre ich nämlich jetzt einmal zum Händler. Der ist gar nicht einmal so weit weg. Ich möchte jetzt nur nicht durch die Stadt laufen. Jawohl. Also hier draußen habe ich jetzt festgestellt, bei dem neuen Hordensystem, wenn man normal die Puppets killt, also mit Bogen, leise, mit Schalli und so weiter, das müssen wir noch testen, haben sie bis jetzt noch keinen Alarm ausgelöst in der Polizeistation. Da kam es mir jetzt so vor, als oh. Oh, oh. Wo laufe ich denn jetzt hin? Jetzt brauche ich eine sichere Stelle, ne? Die. Oh, das war eng. Das war eine enge Nummer. Die kommen aber jetzt wirklich schnell. Die sind sehr aggressiv. Die Puppets. Wie sieht's aus mit meiner Gesundheit? Blutende Verletzung. C1. Ah, das haben sie blöd gemacht, dass man hier nicht mehr sieht, auf die Schnelle, was man alles hat. C1, C1, C2. Noch einmal. C1. Das haben sie blöd gemacht. C2, die müssen wir behandeln. Oh, ich mal die Jacke reparieren. Das Hemd reparieren. Und dann machen wir mal die Verletzung. C2. So. C1. Okay, und dann brauchen wir auf alle Fälle nochmal die Antibiotika, die wir in unserem Starterpaket hatten. Und dann müsste die Infektion auch weggehen. Jawohl. Puh, wie sieht es hier aus? 64%. Oh, da ging aber einiges kaputt. Der auch. Also das Zeug geht sehr schnell kaputt. Da muss man echt aufpassen. Okay. Jetzt haben wir es wieder. Meine Freunde, 7 und 9. Mal stapeln. Müssen wir gleich noch ein paar Pfeile machen. Der ist verschwunden. Komm, ich mach mal schnell. Oh, da ist noch einer. Ja, komm her. Ah. Da ist noch einer. Okay.
Oh, mein Rucksack sieht richtig ramponiert aus. Was hat denn der da drin? Das glaubt man nicht. Da ist noch einer. Achtung, in 4 Minuten ist Server Restart. Ja, das ist auch hier ein kleiner Vorteil bei uns auf dem Server. Wir bekommen da stetig die Meldung, bevor ein Server Restart ist. Und ja, dann rentiert sich's ja gar nicht mehr, dass ich zum Händler fahre. Da steht mein Fahrrad. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ich beim Händler angekommen bin. Danke fürs Zuschauen. Servus.